Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles Eskalation. Hallöchen, Gerücht. Ach, das haben wir schon. So, heute geht's weiter mit Wir reden mit Leuten. Und das erste, was wir machen, ist... Okay, das haben wir schon gemacht, das müsste ich noch ausstreichen. Wir sollten einen Hund holen. Bei Gwyn ist beim Sports Complex at late night. Also wenn wir hier in der Nähe einfach nur irgendwo die Zeit vergehen lassen können. Ja, gut. Okay, zuerst holen wir uns einen Hund und dann lassen wir die Zeit vergehen. So, ja, ich habe jetzt offscreen nicht wirklich viel machen können, weil letzte Aufnahme war von, boah, für gut 24 Stunden. Boah, sonst ist nicht so wirklich viel passiert. Ihr seht, ich bin an der gleichen Stelle, wie wo ich das letzte Mal aufgehört habe. So, und wenn sich meine Stimme ein bisschen nicht so super anhört. Boah, das... Was mache ich hier eigentlich? Ich laufe automatisch aber hierhin. Sehr schön. Na gut, dann können wir unseren Sold entgegennehmen. Und wir waren wieder auf Platz 2. Spannungspunkte, Scale-Reparatur. Ha, Vitalreparat ist ja immer gut. Aber ich würde mal sagen, wir nehmen eine Scale-Reparatur. So. Starke Stimulanz brauche ich eigentlich nicht, weil ich habe ja eine Fähigkeit, die gibt meinen Leuten 2000 Spannungspunkte. So, eigentlich wollten wir ja hier unser Blade-Quartier umgestalten, indem wir uns einen Hund holen. Und wir nehmen einen... Labrador. Scheinbar ist der Beagle hier unterwegs und der Labrador, der sitzt meistens da oben rum. Oder? Doch, da ist er. Da ist der Wuffel. Der süße kleine Wuffel. Ich wünsche, wir könnten einen deutschen Schäferhund haben. Oder einen Husky. Okay, mein Headcanon ist, dass wir eigentlich auch einen deutschen Schäferhund haben können. Doch, gut Headcanon. Und dass wir gleichzeitig Hund und Katze haben. Also, meine Cross. Sie wird sich nämlich nie einfach nur mit einem Haustier zufrieden geben. Da vergiss es. Vor allem, dass ja Mimoiden Haustiere sind, muss man die wahrscheinlich nicht mal füttern oder so. Also perfekt für jeden Blade. So. Also. Lassen wir die Zeit vergehen und halten unser zweites Gespräch mit Gwyn. Das wird auch wohl das Einzige sein, weil Gwyn ist immer noch auf zwei Herzen. Ich weiß, Leute. Dr. Hugo. Ach, der Typi. Ja, schön, dass ihr das jetzt merkt. Späte Nacht muss es sein. So. Boah, aber ich freue mich schon auf die ganzen Gespräche. Wobei. Ja gut, die Leute, die mich interessiert haben, haben wir ja schon alle durch. Aber ich freue mich trotzdem auf die Gespräche. Vor allem auf halt Gwyn. Oh, Seren ist da. Hey, yo, was läuft? Hey, weißt du was? Ich habe gerade sowieso niemanden dabei. Saika, falls er das guckt. Falls du das guckst. Ich nehme jetzt auch mal Saika mit. Ja, es ist halt eine sehr, 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 sehr gute Kollegin von mir und... Ja, komm mit. Ja, warum nicht? Bis eine Episode lang dabei, komm. Bestätigen. Wir werden nicht wirklich viel machen. Wir reden einfach nur mit Leuten, aber... warum nicht? So, geil. Ja, ihr könnt halt andere Blades anheuern, die laufen dann eine halbe Stunde mit euch rum und wenn ihr dann XP kriegt oder sonst etwas, dann kriegen sie auch was davon, aber es tut mir leid, zeigt jetzt ist davon nur... Ja, wir schwingen Reden. Wäre wahrscheinlich intelligenter, wenn ich jemanden mitnehmen würde, mit dem ich noch nicht voller Harmonie habe, aber... Nee, lassen wir das mal. Oh, Hope, Hope ist auch hier. Okay, dann reden wir jetzt erst mit Hope. Hey, Hope. You came to visit me? Oh, ja, I came to visit you. Oh, hallo Charo. Ist dieser Hund nicht süß? Er ist zu mir hergerannt und hat an meiner Hand geschnüffelt. Ich glaube, er mag mich. Hey, selbst meine Hunde haben guten Geschmack. Super. Sage, dass der Hund sicher gleich gespürt hat, was für ein gutes Herz Hope hat. Erkläre scherzhaft, dass der Hund sicher etwas zu essen in den Hosentaschen gerochen hat. Nein, nein, loben. Oh, das ist nett von dir. Wenn ich einen Hund streichle, fühle ich mich fast wieder wie damals auf der Erde. New LA entwickelt sich unglaublich schnell weiter, aber es ist immer noch weit davon entfernt, so ein Zuhause wie die Erde zu sein.
Aber Haustiere sind sicher schon ein Schritt in die richtige Richtung. Was vermisst du denn hier am meisten? Ich weiß nicht. Erkläre, wie sehr du gute Filme und Popcorn vermisst. Wobei, wir können Kaiju-Filme mit Lin gucken und dabei Popcorn essen, kein Ding. Beschreibe mit verzücktem Gesichtsausdruck, wie sehr du Zoos mit all den süßen Tieren vermisst. Lass dich drüber aus, dass es in diesem langweiligen Nest einfach nicht genug Bars, Clubs und Casinos gibt. Ja, von den dreien würde Crosses wahrscheinlich noch im ersten sich an die Tiere erinnern, weil mein Headcanon ist halt, dass sie sich erinnert, dass ich einen Hund hatte. Und das war's. Gut, zum Besuch. Oh, ein Zoo wäre wirklich toll. Nachdem wir jetzt den Lebensspeicher gefunden haben, könnten wir doch aus der gespeicherten DNS die Tiere von der Erde klonen. Dann könnten auch die Xenoformen die Tiere sehen, die sie bisher nur aus Erzählungen kennen. Und die Kinder würden sich erst freuen. Also, wenn wir unsere Körper wiederbekommen und anfangen, Kinder zu kriegen. Ja, lassen wir das mal. Ich finde es wichtig, dass die nächste Generation der Menschheit die Lebewesen kennenlernen kann, mit denen wir einst die Erde geteilt haben. Nostalgie. Boah, nee, das ist... Kindersachen sind so ein Thema, dieses tut mich einfach... Nee. Okay, gewinn. What the fuck machst du da? Oh Gott, Gwyn, bitte. Kumpel, alles Paletti bei dir? Care to join me? Oh Mann, wie peinlich. Entschuldige, dass du dir das mit ansehen musstest, Charu. Kannst du dich noch entsinnen, dass ich dir von einem Einsatz erzählt habe, bei dem ich und mein Pathfinder-Kumpel eine Datensonde in Oblivion installieren sollten? Ja, das war vor vielen Episoden, aber ich weiß noch, worum es ging. Ich war like, hey, kann ich dir helfen? Du warst like, oh nein, ich würde sie ja gerne annehmen, aber dann würde Irina wütend sein. Ja. Ja, du erinnerst dich. Habe ich doch heute erklärt. Nein, nicht so richtig. Doch. Hat auch super geklappt. Die Datensonde war in 0, nix installiert und wir hatten keinerlei Probleme. Bis uns auf dem Rückweg ein Rudel Krex angegriffen hat. Ein verdammt großes Rudel. Oh mein Gott, ich schreibe gerade an einer Fanfic, wo Gwyn, Cross und Irina gegen einen Krex-Tyrannen und ein Rudel davon kämpfen. Es war mein Fehler, dass sie uns überraschen konnten. Ich hatte das Gebiet nicht anständig gesichert. Und ich habe auch ihn in der Fanfic geschickt, um das Gebiet zu sichern. What the fuck? Okay. Da hat es einen meiner Kameraden übel erwischt. Jetzt trainiere ich wie ein Wahnsinniger. Sowas darf mir noch nicht nochmal passieren. Nie wieder. Sage Gwyn, dass sein Training so gar nichts bringt. Versuche Gwyn davon zu überzeugen, dass er ein guter Soldat und Kämpfer ist. Ich will keins von beiden sagen. Ich will sagen, Gwyn, Kumpel. So. Ja, jeder macht mal Fehler. Aber wenn du so trainierst, das bringt dir gar nichts. Ich muss mal sagen, er trainiert. Was macht der hier? Nö, Entschuldigung, komm. Hey! Ach, verdammt, du hast ja recht. Kein Training innerhalb der Stadtmauer wird mich je für die Wildnis da draußen vorbereiten können. Im Einsatz schützen mich schließlich keine dicken Mauern und Zeit zum Durchschnaufen hat man auch kaum. Vielleicht sollte ich meinen Trainingsplan überarbeiten und mir Gedanken machen, worauf ich hinarbeiten will. Am besten, ich fange sofort damit an. Du findest mich hinten im Verwaltungsbezirk. Oh, solltest du mich aber brauchen, lass dich natürlich alles stehen und liegen. Begleite dich bei deinem Einsatz. Der Blick nach vorne. Tut mir leid, Gwyn, aber ich muss ehrlich sein. Ich meine, der macht's ja... Okay, der philosophiert gerade hier mit einem Basketballring. Warum auch nicht? So ein Gespräch hatten wir doch letzten Mittag. Okay. So, jetzt lasst mich nur kurz überlegen und ausstreichen. Gwyn. Check. Hope. Check. Jetzt können wir mit Fry reden. Wir müssen nachts zum Hangar. So. Wobei, warum soll ich ja nicht schnell reisen, wenn ich einfach mein wunderschönes Scale benutzen kann? Oh.
Wisst ihr, was aber lustig ist? Saika hat die gleiche Stimme für ihre Cross genommen, also für Seren, wie ich für meine. Und wenn ich sie mal ab und an mitnehme für Blade-Medaillen und so, dann ist es ab und an sehr lustig, würde ich mal sagen. So, Kamera bitte folge mir. Jetzt muss ich Fry finden. Ah, da ist er ja. So. Ich bin aus Versehen auf den Leuten da. Der Leitgrex. Genau! Genau diesen Grex. Dieter, der Feinschmecker. Oder Dietmar. Darum geht's in meiner Fanfic. Nein, die ist noch nicht publik. Ich schreibe noch dran. Yo, Fry, was geht? Ah, ciao. Komm nicht auch vor, dass wir uns während der Arbeit begegnen, was? Wir hatten's hier gerade von Waffenwartung. Das Dümmste, was du als Interceptor bringen kannst, ist, dich unvorbereitet in den Kampf zu stürzen. Mit den Monstern da draußen ist nicht zu Spaß, glaub mir. Ja, ich weiß. Die Ausrüstung muss perfekt sein, in tadellosem Zustand. Sowohl Waffen als auch Rüstung. So, freue dich darüber, dass Fry wieder erwarten nicht kopflos in den Kampf prescht. Scherze, dass Fry doch eigentlich seine bloßen Fäuste genügen müssen. Also, das finde ich aber gut, dass du nicht so kopflos bist, wie du scheinst. Ich presche überhaupt nirgendwo hin. Wer sich nicht vorbereitet, endet im Hohlzahn von irgendeinem sauren Fleischfresser und das war's. Gegen die Naturgewalten da draußen sind wir ein Witz. Wir müssen uns gegen sie wappnen, sonst haben wir nicht den Hauch einer Chance. Ausrüstung ist das A und O. Das hat mir mein Vater eingebläut. Hättest sehen sollen, wie der an die Decke ging, wenn ich mein Jagdgewehr nicht gepflegt habe. Wenn du das gute Stück nicht ordentlich pflegst, ist es so nützlich wie ein Stück Blei. Hängst dir doch gleich an die Füße und wirf dich in den See. Und so weiter. Das hatte gesessen. Seitdem weiß ich Bescheid. Wenn es was gibt, um das ich mich kümmere, dann ist es meine Ausrüstung. Sogar das Gewäsch der Mechaniker, das ich über mich ergehe, nur um sicher sein zu können, dass sie bei der Wartung nichts falsch machen. Und bei dir? Wie sieht deine Waffe aus? Sie ist wahrscheinlich nicht besser dran als das Gewehr aus Frys Kindertagen. Gib stolz bekannt, dass du deine Waffe selbst wartest. Tadellos, natürlich. Ich bin im Team Elmer, ich muss sowas machen. So eine Konversation hatten wir auch mit Irina mal. Wow, im Ernst? Mir ist sofort aufgefallen, dass deine Waffe in tadellosem Zustand ist. Und das hast du echt selbst? Naja, mit ein bisschen Hilfe. Hut ab. Du scheinst zu wissen, wo der Hase langläuft, Jaro. Wenn das so ist, gehe ich mal heim und tune noch ein bisschen meine Waffe rum. Will er nicht gegen dich abstinken. Also, bis die Tage mal. Wiedersehen. Bis die Tage. Wiedersehen. Straußenmarotte. Wo ist mein Taschentuch? Moment. Wie gesagt, da gibt es noch Schleimüberreste, die raus müssen. TMI? Wahrscheinlich. Tut's mir leid. Vielleicht. So, Bose können wir jetzt in Ishmael Hills am Evening finden. Und für Fry brauchen wir eine Katze. Das geht nicht. HB. Gut, HB mit HB müssen wir noch reden. Morning, early morning. Oh Jesus. Was ist das für ein Typ, der ist early mornings rumlaufen? Okay, ich auch, aber nur weil ich Uni habe. Oh, da ist Ada. Na, Ada, was läuft? Super, oder? Geil. Okay. Gut, jetzt brauchen wir zuerst mal einen Zeitverzöger, die bla bla. Wollen wir mit Bose reden? Ich habe gerade einen Hund draußen. Der ist in Ishmael Hills im Evening. In der Nähe von Ishmael Hills gibt's ein Dings. Wahrscheinlich. Also so ein Zeitdings. Ich muss sagen, Xenoblade X macht vieles besser als Xenoblade. Aber was ich dann doch vermisse, ist, dass man hier nicht im Menü die Zeit umstellen kann. Das war so einfach chill. Ja gut, der ist nur um 8 Uhr da. Ja gut, dann mal schnell zu 8 Uhr wechseln. Gut, okay. Wallo wallo web. Wallo wallo bang bang. What? The Frick. Okay, der hatte wohl zu viel zu saufen. So, Evening. Evening. Das ist abends. Und Abend fängt um
5 Uhr an. Ich. Ja, 16? Nein, nein. Oh Gott. So. Bose ist, glaube ich, ja der DLC-Charakter, also wird es lustig, ihn zu suchen, aber das packen wir schon. Wir müssen ja einfach nur in Ishmael Hills suchen. So, Ishmael Hills ist hier. Wenn ich ein seltsamer alter OP wäre, wo würde ich mich rumtreiben? Nein. Carolyn, nein, du bist nicht Bose. Glückwunsch. Och nö. Das heißt, oh, Seren ist noch mit dabei. So halb. Ich glaube, sie fliegt gleich raus. Schade. Saika, das Spiel will nicht, dass du mit mir rumläufst. Wie ist er denn? Boah, Bose, mach sowas doch nicht. Ich halte halt nach den Punkten Ausschau, ne? Zählt das noch zu? Nein. Ja, aus der Luft habe ich eine bessere Sicht. Angeblich. Da ist Foskera. Da ist er ja. So, Bose, was machst du mit meinem Hund? Als ich gerade diesen Hund betrachtet habe, überkam mich eine Offenbarung. Darf ich diese mit dir teilen? Trotz der tapferen Bemühungen der Interzeptoren stellen die einheimischen Kreaturen weiterhin eine Bedrohung für uns dar. Noch halten die starken Tore in die ULAs stand. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir von den Dämonen überrannt werden. Sind dir Shizas, die hundeähnlichen Wächterstatuen vor Tempeln, ein Begriff? Wenn wir welche an den Toren aufstellen, würde Buddha uns sicher Stutz gewähren. Also ich weiß, was Shizas sind. Das sind so richtig coole Viecher. Sage Bose, dass du das Aufstellen der Wächterstatue für eine gute Idee hältst. Was soll das denn bitte bringen? Erkläre Bose, dass du seine Idee für Blödsinn hältst. Cross würde sich denken, yo, eine Statue wird die ganzen Indigens abhalten. Ich glaube auch. Was? Aberglaube? Nein, das kann nicht sein. Und das sind Löwen und keine Hunde? Ja, das sind Löwenviecher. Löwen also. Ich verstehe. Allerdings kann ich dir nicht folgen, inwiefern Löwen weniger mächtig als Hunde sein sollten. Wahrlich, die fernöstlichen Lehren stecken voller unergründlicher Geheimnisse. Ich danke dir für die Aufklärung und verbeuge mich vor deinem umfangreichen Wissen auf diesem Gebiet. Ich ersuche unermüdlich die endlose Macht Buddhas für das Wohl New LAs zu nutzen. Allerdings waren meine Bemühungen bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. Vielleicht sollte ich meine Energie auf andere Dinge verwenden. Aber du, dir scheinen solche Dinge zu liegen. Dann sag mir ciao. Wie können wir diese Stadt mit dem Licht und der Liebe Buddhas erstrahlen lassen? Lass mich doch in Ruhe, ich bin Atheist. Oh, schlage Bose vor, eine riesige Buddha-Statue im Zentrum New LAs zu richten. Lächle verständnisvoll und erkläre Bose, dass das so doch gar nichts bringt. Oh. Ich hasse diesen Typen, Mann. Gerade hat das Licht dein Haupt in hellen Schein getaucht. Und es sah so aus, als wäre mir Buddha höchstpersönlich erschienen. Aber natürlich, das ist die Antwort. Der Pfad Buddhas lehrt uns, den materiellen Dingen abzuschwören und die Erleuchtung in uns selbst zu suchen. Was war ich doch für ein Narr. Wir brauchen weder Hunde noch Löwenstatuen. Ich danke dir. Ich werde Buddhas Weisheit immer im Herzen tragen und New LA dadurch zu Diensten sein, dass ich unsere Feinde zu Mus verarbeite. Ich hoffe doch, dass du mir dabei zur Seite stehst und ich noch öfter dein verschmitztes Buddha-Lächeln zu sehen bekomme. What the fuck? What the heck? Ja, nee, wir lassen das einfach so im Raum stehen. Wir sitzen bei 20 Minuten. Und ich bin jetzt schon dann mit Bose. Und wir haben noch... Oh Gott, wir haben noch 3 Bose-Gespräche vor uns. Ich habe jetzt schon keine Lust. Okay.
Na gut, Fry kann ich auch noch abhaken, Hangar Fry. So, gut. Was können wir jetzt noch machen? HB, ja komm. Der ist bei der Water Production Plant im Öl in Morning. Boah, also ernsthaft, gibt's irgendwelche Leute, die Musik gut finden? Elmer, du hast auf dem Haus geparkt. Auf dem Haus von irgendwelchen Leuten. Ich bin schon ein bisschen stolz auf dich. Das ist so Cross-Chaos-mäßig. Aber selbst ich habe noch nie auf dem Wohnhaus geparkt. Selbst ich. Oh man, she doesn't give a fuck anymore. Sehr schön. So. Morgen. Ich weiß nicht, ob früher morgen reicht. Wir machen mal frühen Morgen, einfach nur zur Sicherheit. Und suchen jetzt unseren Kumpel beim IPP. Beim Integrated. Bitte sag nicht, dass du da rumstehst. Oh, muss es wirklich morgen sein oder kann ich mit dir reden? Na, das ist ein normaler Standort. Was muss ich da hören? Hast du soeben tatsächlich mein großzügiges Hilfsangebot abgelehnt? Wie kannst du es wagen? Ganz einfach, ich kann es nochmal machen. Na? Frag mich, ob ich dich wieder mitnehmen soll. Schön. Ja, die beiden sind voll süß. Ein Teufel. Ja, also, das ist so eine Sache. Gott gegeben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jau. Ich weiß nicht. Ich halte nicht so viel von Kirchengedöns. Okay. Nope, das ist definitiv nicht mein Lieblingsgebiet. Okay. Jetzt sollten wir HB aber doch ansprechen können, wo auch immer der sich jetzt umtreibt. Er soll ja nicht da weg sein und irgendwo andersrum stehen. Wie zum Beispiel... Hier? Ist er hier? Achso. Okay, hier drin war ich auch noch nie. Yo, HB, was läuft? Was machst du denn da? Ah, oh, bist du es, Jaru? Holde Gefährte. Gefährtin? Was bringt dich an dieses unwirtliche Fleckchen? Nun, wie du siehst, unterziehe ich gerade das Wasserwerk einer genauen Inspektion. Wasser ist hier auf Mira von ebenso großer Bedeutung, wie es das auf der Erde war. Aus diesem Grunde muss es ständig den strengsten Kontrollen unterzogen werden. Frage HB, ob er ein Mediator ist. Gibt zu bedenken, dass doch die Blade-Zentrale für das Wasser verantwortlich ist. Nee, ich bin jetzt einfach mal frech und frag dich, hey, bist du Mediator oder was ist er? Pathfinder? Harrier? Nein, er hat den Harrier einen Job weggenommen. Ich glaube, er ist Pathfinder. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Oder treibst du nur deinen Schabernack mit mir? Ich bin ein Pathfinder vom Scheitel bis zur Sohle und nicht irgendein Pathfinder, sondern der Beste der Besten dieser Division. Jedoch mangelt es der Zentrale derzeit, wie jeder weiß, ein wenig an hochqualifizierten Experten. Um Wohlstand und Wohlergehen unserer noch jungen Stadt zu gewährleisten, obliegt es jedem mündigen Bürger, sein Möglichstes zu tun. Auch ein Pathfinder kann der Stadt von noch größerem Nutzen sein, wenn er mehr für sie tut, als nur Datensonden in der Erde zu vergraben. Wenn jeder Bürger New Orleans immer und überall sein Bestes gibt, wird unsere Stadt florieren. Als nicht auch du so gleich zur Hilfe, wenn einer deiner Mitbürger in Not gerät? Ja gut, eigentlich schon, aber... Zeige Verständnis für die Argumentation von HB, aber äußere dennoch Bedenken. Widersprich allem, was HB gerade gesagt hat. Ich würde ja gerne was... Aber hat ja Ivo recht, das ist ja das Schlimme daran. Teile HB mit, dass du ihm voll und ganz zustimmst. Ich bleib mal so, ja. Großen und Ganzen hast du ja recht, aber auf diese Art von Antwort stoße ich leider recht oft. Jedoch ist bei dir noch nicht alles verloren.
denn immerhin kannst du meine Argumentation verstehen, wenn du dich schon nicht mit dir anfreunden willst. Selbst dieser kleine Anflug von Intellekt, den du mit deiner Antwort zeigst, ist auf diesem Planeten schon eine willkommene Abwechslung. Nun, damit wäre meine Inspektion dieser bemerkenswerten Anlage abgeschlossen. Mich erwarten noch einige dringliche Aufgaben im Industriegebiet. Ich hoffe, ich habe bald wieder das Vergnügen, mit dir zu plaudern. Eine Frage des Stolzes. Ja, ich glaube, auf Englisch heißen sie irgendwie so von wegen a prideful man, a taciturn man, irgendwie so, sowas. Gut. Aber wir sind bei 25 Minuten angelangt. Und ja, wir können nächstes Mal noch diesen drei Gespräche. Was haben wir schon? Ja, dann können wir da noch zwei Gespräche mit Bose führen. Und zwei Gespräche mit Fry. Ja, gut. Gut, beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich mal ein Gespräch mit den Leuten führen. Ich danke euch jedenfalls fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.